Also diese Vorstellung, das Bild, dass jetzt zum Beispiel in diesem Raum mehrere Menschen wären oder jetzt auch Sie und ich, sowohl Sie als auch ich könnten in jedem Moment anfangen zu singen. Und dann würde vielleicht von einem anderen Raum jetzt gleich ein Ton kommen. Und in dieser Situation zu sein, in der alles jederzeit möglich ist, ist etwas, das wir verloren haben in, oder so empfinden, so nehme ich es wahr, in sehr vielen Bereichen der Kunst, Performance, Musik. Es ist interaktiv und es ist aber interaktiv ohne, so hoffe ich zumindest, aufdringlich zu sein, weil die Interaktivität dadurch sich zeigt, dass die Perspektiven durch meine Arbeit verändert werden. Es bedeutet, niemand wird aufgefordert, direkt etwas dazu beizusteuern, sondern in dem Moment, wo Menschen den Ort, an dem The Singing Project stattfindet, betreten, ist klar, alleine durch ihre Präsenz, allein durch ihre Anwesenheit, allein durch ihre Möglichkeit, Fähigkeit ein- und auszuatmen, sind sie schon partizipativ Teil dieser singenden Skulptur. Ich bin ja ursprünglich Musikerin, dass ich mir als Musikerin vorstellen kann, dass ein ganz, ganz freies Improvisieren gelingt und sich vielleicht auch übertragen lässt auf andere Teile unseres Lebens und dann auch damit spielt, was wäre, wenn es das nicht mehr gäbe, diese Trennung zwischen denjenigen, die performen und denjenigen, die zuschauen, konsumieren. Was wäre, wenn die Beobachtenden und diejenigen, die beobachtet werden, eins würden und sich die Rollen auch immer wieder verändern könnten. Auch so zu gucken, wo verorten wir, wo sind wir eigentlich und wie kann man es schaffen, dass auch zum Beispiel die Nachbarschaft mit einbezogen wird, dass wir nicht nur ein klassisches Museums- oder Ausstellungspublikum ansprechen, sondern in den Dialog mit dem Umfeld gehen und damit sozusagen auch diese Grenzen zwischen innen und außen auflösen. Meiner Zeit
und auch sich verschiedene Fragen zu stellen. Wie sieht ein Ausstellungshaus der Zukunft aus? Wie können wir einen Ort der Teilhabe und der Zusammenkunft schaffen? Wie kommen Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenes Alters in dieses Haus?